Mein Name ist Corinne Courchelas. Ich könnte es vielleicht auch auf Französisch sagen oder auf Italienisch oder auf Englisch oder auf Schweizerdeutsch oder auf Rätoromanisch. Aber ich halte mich jetzt hier einfach. Hochdeutsch verstehen vielleicht noch mehr Leute. Ich lebe in Rouen im rätoromanischen Graubünden und ich bin Musikerin, Sängerin und spiele ein paar Instrumente. Ja, genau. Ich bin zurückgekommen nach Graubünden, nachdem ich eigentlich eine große Reise gemacht habe und sehr viel erlebt habe. Und jetzt bin ich sehr froh, dass es hier so ruhig ist und ich nicht abgelenkt bin. Und die Luft ist frisch. Und ich muss sagen, ich bin etwas müde geworden von den Metropolen. Sie sind mir zu schnell. Ich bin langsamer geworden. Und so ist das jetzt alles eher im Gleichgewicht. Eine unmögliche Frage, darum gibt es vielleicht auch gar keine Antwort. Ich meine, was ist ein Schweizer Musiker oder eine Schweizer Musikerin? Wir sind geprägt von dem, was wir hören. Und ja, und das, was in uns klingt oder das, was von außen kommt und die ganze Melange, die uns dann quasi zu dem macht, was wir sind. Wichtig ist einfach, authentisch zu sein und nicht zu kopieren oder nicht in irgendeinen Strom mitzuschwimmen, sondern vielleicht wirklich den eigenen Faden zu finden im ganzen Gewebe. Ja, ach Gott, in meinem ganzen Leben war ich ja schon, ich habe Rock gesungen, ich habe Pop gesungen, ich habe Jazz gesungen. Ich weiß nicht, was es gibt kein Müssen. Hier wird nicht gemusst. Jeder macht, was er will. Oder was er tun muss, oder also quasi auch im Sinne der Leidenschaft oder der Passion. Es gibt keine Regeln, die stellen wir selber auf. Ich finde das wunderbar, dass quasi diese Anerkennung zu bekommen, dass ich weiß, das sind ja nur so 15 Musikerinnen und es gibt sehr wahrscheinlich viele hundert, die auch gut sind. Und ich bin jetzt froh, dass ich das Glück hatte, hier dabei zu sein. Es ist auch immer ein Quantum Glück auch. Und dieses Glück macht mich glücklich. Ja. Im Wald ist es sehr gut, weil im Wald ist es ja auch wie ein Dom. Oder aber im Cinéma Sil Platz in Ilanz, unser Kino, was wir haben aus Lehm, klingt sehr gut. Und das KKL und viele, viele, viele andere Orte auch. Es kommt darauf an, ob sie akustisch spielen oder verstärkt. Also das sind zwei große Unterschiede. Wenn ich ein akustisches Konzert mache, ich vielleicht gerne in einer Höhle oder wo es einfach gut klingt oder in einem Holzraum. Aber sonst kann ich das nicht beantworten, weil ich noch an vielen Orten spielen möchte, an denen ich noch nicht gespielt habe. Und die kenne ich noch nicht. Ich habe schon, ich kenne einige davon eigentlich von der Musik her ziemlich gut. Ich habe schon mit Hans Kendel gespielt und opposite auch mit Erika oder mit Irene. Also ich kenne natürlich Nickli, ich kenne eigentlich sehr, sehr, sehr viele. Mit wem würde ich gerne spielen? Vielleicht tatsächlich mit einem Roman. Das klingt jetzt kitschig. Sie können, die Romans können wählen. Wer will mit mir? Dann mache ich mit. Aber ich habe ja nicht so viel Zeit, um das jetzt alles zu sagen, weil ich mache ganz viel. Und wenn ich das Wichtigste rausnehmen muss, ist, in der Volksmusik habe ich ein Trio, nur a cappella, das heißt La Triada, mit Volksliedern, romanischen. Das ist sehr wichtig für mich. Und dann mit La Grigia und Origins und ein neues Ensemble La Nova mit Vera Kappeler, Petz Zumthor, Anna Traufer und Markus Flückiger. Da spielen wir die Premiere in der Tonhalle in Zürich.
Das ist im September auch. Ich glaube, vor dem Preis, das wäre schon vorbei. Das ist schon vorbei. Ja, schon vorbei.